bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass jemand mir so lange lief? Ich meine, woran zweifeln Sie denn? Wenn Sie uns auslachen, dass wir glauben und warten. Ich verstehe nicht dieses Auslachen. Sie müssen sich selbst auslachen. Das heißt, wie hoch ist unser Glaube, dass wir wirklich... Aber wenn ich dann immer wieder lese, dann stelle ich fest, dass Jesus von einem zweiten Mensch gesprochen hat, der am Ende des Tages kommen wird. Der Menschensohn ist eine Person, die kommen wird. Diese Person wird regieren. All die dabei standen, sind gestorben bis auf Messias. Das heißt, was die Erde heil hält, ist Imam Zaman, Asallah Ta'ala. Wir sind einig, Shia und Sunni sind einig, dass Imam Mahdi Salamu Alaihi am Ende des Tages rauskommen wird. Und dass Imam Mahdi Salamu Alaihi ist ein Sohn von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ein Sohn von Fatima Salamu Alaihi. Dann hat er denen ein Angebot gemacht, sagt, wenn ihr nicht wollt, den ganzen gesamten Koran, ich bin bereit, nur für euch einen Vers, ein Ayat zu geben. Und dann sollt ihr mir die Erklärung geben von Ahlul Bayt alaihi salam. Er sagt, wenn man hier über Hadith-Wissenschaft was Bescheid wissen muss, das muss man auch Bescheid wissen.